Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Cotze, Link to the Past, Random Between. Rutzig, alles easy, hör. Das ist passiert, wenn man zu viel Zelda auf einmal. Und dann ist alles ganz schrecklich, aber deswegen machen wir das auch so. Weil wir unbedingt mehr Zelda. Und deswegen auch bitte. Fantastisch, wer ist eigentlich stolz auf dieses Intro? Also ich persönlich schon. Finger nach oben für die Leute, die stolz sind. Guten Tag. Nee, du wirst überhaupt keine Bewandtnis haben. Warum würdest du irgendeine verdammte Bewandtnis haben? Aha. Endlich etwas Grünes. Irene, ja? Ja, du Margarete Schreiner, Mackers. Ich bin Irene und will irgendwann mal die größte Hexe aller Zeiten sein. Im Moment bin ich allerdings nur einfach ein Mädchen auf einem fliegenden Besen. Ist auch quasi das Normalste überhaupt. Vor allem, da der Besen einfach nur durch dich durchgeht. Aber ich lasse das mal so stehen. Heute Morgen habe ich mir die Zukunft voraussagen lassen. Mir droht ein schlimmes Schicksal. Aber ich kann es anscheinend noch... Grün bringt mir Glück, heißt es. Oder hieß es von mir aus. Jetzt suche ich nach etwas Grünem. Wie wär's mit einem Rosenkohl? Du kommst mir genau recht. Ich hab beschlossen, dass ich dir von jetzt an helfen werde. Ja, das ist ja heute wohl mein Glückstag. Ja, du hast richtig gehört. Nimm das hier. Fantastic. Du hast die Glocke erhalten. Toll, ich darf Irenes Glocken anfassen. Damit kannst du jederzeit Irene rufen. Ja, dann geht's ja noch auch. Danke. Also ist im Grunde genommen die lokale Fast-Travel-Möglichkeit. Hast du schon mal einen Wetterhahn gesehen? Möglicherweise tat ich das. Wenn du die Glocke läutest, kann ich dich zu einem Wetterhahn deiner Wahl bringen. Glaub mir, eigentlich bist du mir völlig egal. Ich käme im Leben nicht darauf, dir zu helfen. Es ist nur, dass der Wahrsager so oft recht mit seinen Vorhersagen hat. Lass uns zusammen daran arbeiten, das Unglück vor mir abzuwenden, ja? Aber sicher doch, Irene. So, ich muss jetzt los. Ich soll noch was für meine Oma erledigen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ich mache mal kein Outro. Nein, wir wollen das nicht tun. Ah, jetzt fällt mir noch etwas ein. Meine Oma ist berühmt für ihre magischen Tränke. Ihr Land findest du hinter dem Ostpalast. Schau doch einmal vorbei, wenn du in der Nähe bist. Ihre Tränke kann man in jeder Lebenslage gebrauchen. Ach ja, bin schon echt nett zu anderen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ey, klopp dir doch auf den Rücken, du Arschkrampe. Läuft. Auch. Ist auch bestimmt ganz sozial von dir und alles. Fantastisch. Hier können wir noch nicht rein. Aber was geht denn hier so? Die Schilder soll ich vielleicht auch mal lesen. Vorsicht, seltsame Kreatur. Umgang mit Sprengstoffen in der Nähe der Wand strengstens verboten. Okay, dann weiß ich ja Bescheid. Du gehst am besten mal sterben. Hier, diese wunderschönen Häuser sind, glaube ich, alles nur Shops hier, diese tollen da. Dass hier einfach ein Stock drauf liegt. Die haben mit Sicherheit überhaupt keine Bewandtnis, deswegen werden wir auch bestimmt nicht drüber gehen. Du bist offensichtlich der Typ am See. Mit anderen Worten auch Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk sagt, Sport ist wichtig für die Gesundheit. Und weißt du, was noch wichtiger ist? Den. Persönlich stehe mir auf Schweden, aber... Du siehst aus, als... Wenn du viel auf Achse wärst, soll ich dir ein paar Tipps zum Schweden geben? Hm? Nein? Sag bloß, du bist auch hier, weil du dich fragst, wie es mit diesem Haus... Weil du mit diesem Auftrag haben. Hm. Welches Haus? Ja, mach die Augen auf. Hier gibt es ja wohl nur eins, das man sieht, wenn man sich mit blüb umschaut. Meinst du dieses da? Meinst du, mit diesem Haus könnte es irgendwas auf sich haben? Da steht ein Wetterhahn drauf. Wird mit Sicherheit überhaupt keine verdammte Bewandtnis haben. Was liegt da so rum? Ach, das ist ein verfickter. Was liegt da so rum, sagte er, wenn er einen verdammten Raben findet. Ist gut. Ist alles easy. Das Übliche. Das ist genau das, was ich kann. Hi. Wie habe ich das Gefühl, dass ich die Soras-Flippers brauchen werde? Irgendwie beschleicht mich das ungute Gefühl. Hi. Schön, einen guten Tag auch. Weißt du, anstatt mich erstmal zu begrüßen, anstatt erstmal einen Kaffee anzubieten, erstmal direkt auf mich zurennen und mich töten. Super. Weißt du, die Vertreter von heute. Läuft, was können wir mit dem Typ hier tun? Was können wir denn mit dem Typ hier tun? Hi. Tut Typing noch was hier? Ravioli? Ravioli-Mensch-Typ? Guten Tag, Gott sei Dank bin ich willkommen. Willkommen, gekommen eigentlich. Aber ist zurück, kleiner Held. Ach, du warst jetzt. Was ist passiert? Was? Solche Kräfte hat mein Armreif? Der Junge, der zum Wandbild werden kann? Du scheinst ja wirklich ein Held zu sein. Ja klar, Entschuldigung, ich trage grün, hast du da mal drüber nachgedacht? Vielleicht könnte ich von diesem Yoga-Typen ja auch deine Kraft, ja auch diese Kraft erhalten. Du hast mit Sicherheit überhaupt keine Kraft und überhaupt keine verdammte Bewandtnis. Aber nein. Denk nach, Ravioli. Wenn etwas schief geht, verbringe ich den Rest meines Lebens als Kristallei in irgendeiner düsteren Tempelwand. Na gut, wenn die Sonne drauf scheint, wäre sie wenigstens braun. Statt lila. Die Vorstellung behagt mir nicht. Solche gefährlichen Abenteuer überlasse ich lieber dir, kleiner Held. Danke, Hase. Man kann übrigens auch lustig sich dann quasi jetzt in Majora's Mask aufsetzen. Hahaha. So, guck. Die Comedy für diese Episode auch abgehakt? Ist gut. Nehme ich so. Hi.
Sie ist aber Schlag auf Schlag. Grie direkt, ja. Hi. Komm nach Hause. Komm du mir nach Hause. Er ist nicht hier, dann spielt er wahrscheinlich im südlichen Wald. Im südlichen Wald, ja. Sollen wir da mal hingehen? Zum verdammten südlichen Wald. Der Gott sei Dank nicht direkt vor der verdammten Haustür liegt. Da haben wir ja quasi nochmal Glück gehabt. Ich weiß, es ist ein kleiner Wald und der im Grunde genommen zu 99% aus Lichtung besteht, aber es stehen auch drei Bäume drum. Also, das ist dann quasi auch gut. Nehmen wir so. Ist gut. Wenn du das sagst, dann machen wir das auch. Hi, du hast bestimmt gar nichts hier zu suchen. Oh, Link, hast du Grie gesehen? Der müsste eigentlich irgendwo hier in der Nähe spielen. Seltsam. Hä. Gott sei Dank hast du kein Schwert, um diese wunderschönen Busche hier kaputt zu machen. Ne, ich verstehe schon. Ja, ist gut. Nehmen wir so. Guten Tag. Einfach mal eine Tasche, ja? Die liegt dann einfach hier so rum. Schrei nicht so. Wo bist du, Grie? Ja, wo nur? Mit deinem Eichhorn. Oh, du bist es. Wo hast du denn diese Tasche her? Ach, ich habe keine verdammte Ahnung. Ich habe die Tasche genäht, damit du mehrere Ausrüstungsgegenstände auf einmal tragen kannst. Grie wollte sie dir sofort geben und ist losgelaufen, ohne mich auf mich zu hören. Na, sowas. Wo kann er denn hier nur hin sein? Ich muss sofort meinem Mann von allem erzählen. Tschö auch. Link, nimm diese Tasche an dich, ja? Gut, danke. Also, ich meine, ist nicht weiter tragisch, dass dein Sohn gerade abgehauen ist scheinbar, aber dafür habe ich eine neue Tasche. Ist gut, machen wir so. Also, wenn du sagst, dann machen wir so. Ich halte mich an alle, weil ich füge mich. Also, wir können jetzt dann zwei Items tragen, indem wir quasi hier, also wir können jetzt auf X, wo auch immer X ist, da ist X. Ich habe gesagt X, du sollst X machen. Mach jetzt X. Da ist X. Und da ist Y. Läuft. Also, wir können jetzt zwei Items tragen. Ziemlich praktisch. Ich glaube, da kommt irgendwann noch ein drittes zu. Spoiler-Hashtag. Aber das macht gar nichts. Also, das ist ziemlich edel, finde ich. Trägt der jetzt eine Tasche da? Ach, das ist die Lampe. Ne, mach die mal weg. Wir wollen... Die mag ich nicht. Die behagt mir quasi nicht. Wie kriege ich das jetzt hier wieder raus? So. Jetzt muss ich mit Touch machen, Alter? Was ist das denn? Das ist ja aber ganz schön doof hier. Aber das macht gar nichts. Dann müssen wir halt manchmal weggucken. Und es wird euch ja wahrscheinlich dann auch nicht so wehtun, wenn ich dann wegkomme. Fantastisch, ja, wir gehen mal. Ich weiß gar nicht, im Dorf war ich überhaupt noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was hier überhaupt vonstatten geht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hin sollen möchte, will. Hi. Ach, das Minispiel, oh Gott, nein. Hühnerhagel-Veranstalterin. Willkommen beim Hühnerhagel. Früher war das den Streichelzoo, aber heutzutage verlangen die Leute mehr Action. Deshalb kannst du jetzt jeden ewigen Kampf antreten, Mensch gegen Huhn. Süße Hühner, gladenlose Action. Wer könnte schon widerstehen? Du nicht, oder? Ich nicht. Na dann werden die Hühner wollen, hörst du? Sie gackern schon ganz aufgeregt. Das Spiel ist ganz einfach. Du musst im eingezäunten Bereich 30 Sekunden lang Hühnern ausweichen. Beim ersten Mal wollen wir dich nicht gleich überfordern. Wir starten mit dem Schwierigkeitsgrad Ei. Danke. Auf der Stufe Ei kostet die Teilnahme 20 Rubine. Ja, sicher. Das ist, muss ich jetzt mal kurz dazu sagen, ein Minispiel, das, dann hau mal rein. Das ist ein Minispiel, das sehr viel einfacher ist mit dem 3D-Bildschirm. Dadurch, dass ich den hier nicht zur Verfügung habe, werde ich das, man kriegt da, glaube ich, am Ende irgendwie ein Hardpiece für oder so. Wenn man die schwierigste Schwierigkeitsstufe hat. Also, dadurch, dass sie nicht immer auf derselben Höhe fliegen, ist es, wie gesagt, in 3D sehr, sehr viel einfacher, das Ganze hier zu navigieren und so. Das ist jetzt, wie auf Ei, ist das natürlich noch relativ einfach. Später für das man kriegt ein Hardpiece, ist das ein kleines bisschen schwieriger. Ich denke mal, dadurch, dass ich, wie gesagt, hier kein 3D habe, werde ich diese Dingsbums irgendwann mal off-camera machen und dann mir das Hardpiece so dann besorgen. Einfach aus dem Grund, dass ich dafür das 3D brauche. Also, das wird mir die Sache dann einfach deutlich einfacher machen. Weil, wie gesagt, das geht jetzt noch, das war noch relativ leicht und relativ leer, das wird dann aber dann noch deutlich voller. Das waren ein paar zünftige Moves, hier hast du deinen Preis, 40 Rubine. Das habe ich jetzt für 20 Rupees Gewinn gemacht, ja? Dann geht's ja noch, ist gut, nehm ich so mit. Also, danke, dass du den Hühnern als Zielscheibe gedient hast, komm bald mal wieder. Machen wir, irgendwann mal. Ja, also, das ist so der Plan, weil... Mein Name ja wahrscheinlich allzu viel von, wenn ich dann die ganze Zeit hier sitze und nach unten starre und so, und ne, das wird einfach so gemacht. Hi. Tempo, Tempo. Die Tempo-Rubinjagd eröffnet bald. Hab bitte noch ein wenig Geduld. Mhm. Das hat mit Sicherheit nichts mit irgendwelchen Stöckern zu tun, die wir noch nicht haben oder so. Nein, nein. Ganz im fucking Gegenteil. Hat mir irgendwer schon gesagt, wo ich... Hab ich den jetzt nur nicht gesehen oder kam der jetzt aus dem Wald? Ich hab den bestimmt nur nicht gesehen, oder? Das wäre jetzt ganz schön gemein gewesen. Einfach so? Also, wer macht denn sowas? Das ist aber wirklich nicht freundlich. Das ist... Hi. Hey. Wo bist du? Ach, Link, ich hoffe so, dass es meinem Kleinen gut geht. Ja, der werde ich mit Sicherheit nie irgendwann mit zu tun haben. Um Gottes Willen, nein. Du so, dich stört halt gar nicht, dass dein Sohn gerade verschollen ist. Hey Link, wie lange willst du denn noch in der Gegend herumschlendern? Mach dich gefälligst an die Arbeit. Hä? Ist das ein Schnutz? Der aus Kakariko? Prinzessin Zelda hat... Was? Du hast die Prinzessin Zelda getroffen? Gottes Willen, ich bin grün, entschuldige mal. Du bist doch selbst grün, du musst ja doch wissen, Mensch.
Was ist denn für deine merkwürdige Geschichte? Du erzählst doch kein Märchen. Nein? Aber wenn es weiß, was man angefangen hat, soll man auch zu Ende bringen. Mach dir aber keine Gedanken. Aber gib dein Bestes für die Prinzessin. Ah, aber wenn du zufällig Gris sehen solltest, sag ihm, dass er schnell nach Hause kommen soll. Ach, was? Ich mache mir doch keine Sorgen, aber seine Mutter, aber sicherlich. Gris ist ein feiner Kerl und mit Tieren ist er immer schon gut ausgekommen. Er wird also bestimmt irgendwo im Wald mit Tieren spielen. Der war ja eben nicht da. Ist aber schön, dass mir das nochmal erzählt wird. Das ist fürchterlich entgegenkommen, danke. Jetzt natürlich dann die Frage, wo wir überhaupt hin müssen. Das ist die verdammte Frage. Man könnte sich natürlich jetzt den Kakariko-Dorf-Mensch-Typ angucken, aber ich glaube, wir... Also ich weiß, dass wir... Das jetzt... Ja gut, auf der einen Seite halt eine Sache, die ich weiß, weil ich jetzt schon mal gespielt habe, ist auch vollkommen egal. Wir können nämlich jetzt hier wunderschön... Glaube ich... Können wir schon die Sonos-Flippers holen? Also ich glaube, wir brauchen die auf jeden Fall. Oder muss ich jetzt erstmal irgendwas mit Kree machen? Ich habe keine Ahnung. Ist egal, wir gucken erstmal, ob wir vielleicht zu den Soras-Flippers kommen. Die sind ja oben in Lake Hylia wahrscheinlich irgendwo. Willst du bitte einfach nicht existieren? Du hast mich das Herz gekostet, das ich gerade mühsam gesammelt habe. Und gibst du mir dafür 5 Rupees. Das ist nicht sehr nett, Alter. Aber das weißt du ja sicherlich. Aber dafür kriege ich die Innereien eines Octoroks. Ist gut, nehme ich so. Das ist verdammt richtig. Danke. Noch mehr. Hurra, das Ding ist, die trägt ihr einfach so alle in der Tasche. Das muss ja irgendwann anfangen zu stinken. Oder nicht? Also, das geht ja gar nicht eigentlich. Alles Absicht. Und dafür fängt dann jetzt auch noch das Ding an zu piepsen. Dafür, dass ich einfach nur, weil ich so blöd bin. Hi, ein Wässerhahn. Ich finde das Fast-Travel-System eigentlich, ist auch, erstens finde ich das cool, dass das relativ früh kommt, das Fast-Travel-System. Und zweitens, ja, danke. Und zweitens, finde ich das auch irgendwie ziemlich, ich weiß nicht, ich mag das. Ist so im Grunde genommen das gleiche wie in A Link to the Past, aber irgendwie, keine Ahnung, ich mag's. Aus irgendeinem Grund, möchtest du etwas? Hallo. Nicht so förmlich, ich bin nur eine einfache alte Hexe. Du willst sicher eine meiner ganz besonderen Tränke? Achso, danke. So einfach geht das. Ja, das ist freundlich. Nehme ich. Gut, dann tschö. War gut, mit dir zu unterhalten. Guten Tag. Du hast bestimmt überhaupt keine verdammte Bewandtnis. Der Steg ist eingestürzt. Ja, den Steg, von dem man nicht mal mehr irgendwelche Überreste sieht. Eben ist der Typ vorbeigerast. Der ist einfach hinübergesprungen. Aber ich trau mich nicht. Jetzt muss ich wohl den ganzen Weg zur Höhle Sora schwimmen. Ja, du bist ja ein Sora. Das wird für dich ja wohl nicht sonderlich schwer sein. Was? Du bist nicht Schwimmer? Ich auch. Ja, wir haben so viel gemeinsam. Sollen wir knutschen? Das heißt, wir können beide nicht mehr zur Höhle Sora. Was geht hier so? Höhle der Zoras. Ja, Gott sei Dank. Das ist einer der ersten Punkte, die ich mehr oder weniger, weil ich einfach noch nicht das System im Kopf hatte, dass das funktioniert, übernimmt das erstmal hängen geblieben bin damals. Wir können ja einfach so machen. Da bin ich nicht drauf gekommen. Aus irgendeinem Grund bin ich da nicht drauf gekommen. Hab ich das gerade richtig gesehen? Das ist ja wirklich meine ganz besondere Fähigkeit. Ja klar, ich bin auch ein ganz besonderer Typ, Alter. Besonders cool. Huhn. Da kommen wir offensichtlich noch nicht hin. Da sind aber, also wenn ich jetzt raten müsste, sind da Rupees drin. Das wäre so eine Truhe, die eigentlich keine große Bewandtnis hat, wo einfach nur irgendwie, keine Ahnung, eine Menge Rupees drin sind. Aber wir werden die alle brauchen. Zur Höhle der Soros. Ja, ist mir schon klar, Alter. Danke, ich bin ja auf dem Weg. Man muss ja nicht immer direkt schimpfen. So. Sagt derjenige, der anfängt zu schimpfen, weil er ein Schild gelesen hat. Das macht gar nichts. Achtung, tiefes Gewässer, Nichtschwimmer in Lebensgefahr. Ja, Gott sei Dank. Die Rubies lasse ich dann wohl besser mal da stehen. Guten Tag. Welche Bewandtnis wird dieser junge Mann nur haben? Mit seinem tollen, Hairstyle. Tu nicht gut. Ja, aua, pass doch auf. Sag mal, bist du nicht der Bengel, der mich im Dorf immer so anstarrt? Ich war überhaupt noch gar nicht im Dorf und habe überhaupt irgendwen angestarrt. Doch, ich war einmal da und habe mit Zirzschnurz geredet. Aus dem Weg. Bitch. Glücke Königin, zur Hilfe. Ja, dann sollen wir wohl mal besser gucken gehen, was da so vonstatten geht bei Madame Königin. Okay. Was sollen wir nur tun? Du bist aber sehr, sehr schnell hingekommen, mein Freund. Die Königin. Sollen wir mal gucken gehen, ja? Hi. Ei. Gib das Hand frei. Da würde mir diese Szene sehr viel besser bekommen. Schlimm. Das Geheimnis der Schönheit ihrer Majestät wurde gestohlen. Der Schmeichelstein. Ohne den Schmeichelstein ist der Wellness-Effekt der Zora-Quelle perdu. Oh ja, Majestät. Da muss man nicht direkt so schimpfen, Herrgott nochmal. Dafür Fische oder Essen. Ach, so läuft das. Ja gut, dann ist ja alles in Ordnung. Riecht die nie so auf. Schlecht für den Blutdruck. Sie ist eskaliert. Einfach eskaliert. Ihr Umfang hat sich vervielfacht. Sie steckt in der Quelle fest. Das sehe ich, danke. Hi.
Oh, mit dir selbst reden, mit Madame Urin, ja? Ich stecke fest, was du nicht sagst. Die Königin steckt in der Quelle fest. Ja, das sehe ich. Und sonst will keiner mit mir reden. Der Schmeichelstein wäre auf dem Schwarzmarkt sicher so einiges wert. Das will damit alles kaufen. Aber was sage ich da? Ja, ist okay, ich habe verstanden. Lass mich ran. Bitte hilf uns, der Schmeichelstein muss zurück in die Quelle. Ja, lass mich ran. Der Typ, den wir gerade gesehen haben, hat den eventuell gesehen. Eigentlich gefällt sie mir so nicht schlecht. Das ist sehr, sehr nett von dir. Danke. Kannst du uns helfen? Bitte bringe der Königin den Schmeichelstein zurück. Der Schmeichelstein glänzt golden und ist rundherum einfach wunderschön. Wenn du ihn wieder beschaffst, gibt dir die Königin sicher eine unglaublich tolle Belohnung. Ganz, ganz toll. Aber erstmal Herzen. Hier kann man dann sitzen. Es ist so lustig, wenn so Sachen an der Wand sind und so. Ich mag das System sehr, sehr gerne. Ich mag dieses Wandkrabbeln. Ziemlich cool. Vor allem, weil wir dadurch zwei Links haben. Und alles ist ganz, ganz, ganz fantastisch und mysteriös und so. Und meine Damen und Herren, und damit haben wir jetzt hier, guck mal, haben wir hier so ein bisschen hier entdeckt. Und wir waren im Dorf, haben Taschen gefunden. Und die Prinzessin Urentante braucht ihren lustigen Stein zurück. Und Spoiler, Spoiler, der Stein ist im Dorf. Überraschenderweise wurde der geklaut von dem Tunichgut, der da gerade stand. Und der hat ja gesagt, wir gucken ihn im Dorf immer so an. Das ist jetzt unser Hint dahin, dass wir zum Dorf müssen, um den Typ dann anzustarren. Und wenn wir dann anstarren, dann wird er weich und sagt, oh nein, ich geb dir jetzt besser mal den Speichelstein zurück. Und dann macht er das. Und dafür bitte Like beim Kaputtkloppen und so weiter und so fort. So wie wir dann bestenfalls den Dieb in der nächsten Episode kaputtkloppen wollen, weil mit der uns den Stein zurückgibt. Ist doch ganz klar. Gewalt ist die einzige Lösung, oder nicht? In die Comments, was ist die andere Lösung? Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und offiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.